Twitch am Limit hier, kein Konzept. Komm, rein in die Masse. Das Intro skippt mich aus Prinzip, weil der Typ sich überhaupt nicht bewegen kann, obwohl er 8 Jahre tanzen gelernt hat. Oh mein Gott. Wenn du jetzt chokst, dann hast du gechokt. Digga, guck da sein Pimli einfach raus. Choked. And his name is John C. Also die Frage, an was willst du denn gestorben sein? Ich habe mal jetzt ein bisschen drüber nachgedacht. Mhm. Und an sich ist ja alles weg, weil wenn du stirbst, bist du ja tot. Ja. Bist du jetzt offiziell süchtig? Ich würde sagen, nein. Die Beleuchtung ich bin offiziell. Wird blockiert von einem unfassbar großen Decken. Hohen Turm aus diesen Packungen. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ob er süchtig ist, ist die Frage. Nein, warum auch? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 und die 25, die hier liegt. Nur ich würde sagen, nein. 270.000 Viewer, das ist ja ganz, ganz krank. 33.900, es ist wieder 5. 5 Subgifts, 5 Subgifts. Du hast einen alten Rekord innerhalb von einer Stunde gemacht. Oh, 700 Subs noch, Jungs, das schaffen wir. Ich lese es in Lifetime vor. 5 Subgifts, 5, 10, 5. So. Und jetzt ist die Frage, Chat. Wie kriegen wir das hin, dass bei mir genau das Gleiche passiert? Das ist so, wie es reinkommt, die ganze Zeit, Caruso. Ich zünd die auch alle an. Ich zünd die auch alle gerne an. Seit 40 Minuten. 35.200. Wie viel? Oh! Wie viel war's, Alex? Wie viel war's nochmal? Also 35.233. Das ist Leipziger, Max! Leipziger, sag nochmal! 35.235 sind wir jetzt. Let's go! Geisteskrank. Ist es. Oh mein Gott, das ist so. Deutscher! Oh mein Gott. Und das ist wie gesagt das Ding, ich gönne es ihm 100%. Wirklich. Rekord, Digga. Herzlichen Glückwunsch, Bro, Alter. Ihr seid so geile Wichser, Alter. Wieso? Wieso von 13.000... Completely deserved. So, nein. Von 13.000 Subs... Warum, Atra, nimm mir doch noch die von. Auf fast 36. Oh, warum? Mach ich mal ein bisschen Wasser da rein. Mhm. Ich hoffe nicht, dass der Duo geht einfach nicht kaputt. Oh. Jungs, ich glaube, das Wasser hat, glaube ich... Oh, was ist das denn? Entspannt, Digga, wirklich. Absolut geile Idee, Kevin. Ich glaube, das Wasser war ein Fehler. Hm. Nein, hört nicht mehr auf. Ich habe sie sogar abgesteckt. Hilfe! Und jetzt? Wenn sie sagt, dass sie dir nude sind, und auf einmal ist ein alter Mann. Oh, Digga! Ah, ganz, 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 ganz schwierig. Dankeschön. Das ist so schlecht! Digga. Ja, man kennt das. Oh, das tut mir so leid. Das ist so schwierig. Janik, live, dankeschön, Bro. Ich denke, das macht den Alltag so schwierig. So hebeln. Mit dem autistischen Kind. Taurax, danke. Ja, einfach hebeln. Okay. Ich glaube, sowas kann ich auch gut. Imagine, ich habe das jetzt first try. Oh mein Gott, es hat schon gezischt. Seid ihr alle dumm? Trinkt doch einfach Red Bull. Was ist denn mit euch? Chat, es hat schon gezischt. Ihr müsst Red Bull trinken. Ja. Aua, das tut ja voll weh. Mit Schwung? Nee, ich glaube mit Kraft. Digga, was? Also, Bro. Affenkacker, danke. Junge, besser Junge, als Junge. Kevin! Chill in Kreuzberg, deinen Scheiß zu hören, fällt mir voll schwer. Ich bin gerade halt. Alter, Leute. Ihr glaubt's nicht. Ihr glaubt's nicht? Wisst ihr? Okay, ich habe heute mit einem Kollegen, der hat mit einem meiner Nachbarn gesprochen. Und wisst ihr, an wen die Wohnung, ey, das muss ich jetzt ganz kurz erzählen. Ich habe heute mit einem Nachbar von mir gesprochen und wisst ihr, an wem die Wohnung über mir vermietet worden ist? Ihr kommt niemals drauf. Ihr kommt niemals drauf. Es ist ganz, ganz abwegig. Es ist ganz, ganz abwegig verrückt. Es ist ein Rapper. Ich guck mal in den Chat. Ja, Digga, Chat hier funktioniert gerade nicht. Der Typ meinte zu mir, original, der Vermieter meinte zu mir, yo, hier ist so ein Rapper. Passt auf, haltet euch fest. Der meinte zu mir, hier zieht jetzt so ein Rapper irgendwie ein, so, der ist jetzt hier irgendwie
ich weiß nicht, warum eigentlich Berliner, keine Ahnung. Der Vermieter hat mir gesagt, ich hoffe, ich mache mir jetzt hier keine Feinde. Erzähle ich das überhaupt? Darf ich das überhaupt erzählen? er hat gesagt, im Haus zieht ein Kasimir 4711. Und da, Digga, da habe ich mir gedacht, wer zieht hier ein? Und da meinte er, ja, Kasimir 4711. Kasimir 4711 zieht hier ein. Und ich so, der heißt anders. 144 halt 1. Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt. Maybe hat mein Vermieter da auch irgendwie, also was heißt mein Vermieter? Der Typ, der die Wohnung da oben verwechselt, vermietet irgendwie, irgendwas verwechselt, keine Ahnung. Vielleicht habe ich aber jetzt auch bald Kasimir als Nachbarn, ich weiß es nicht. Ja, scheiß drauf, komm. Hi, und ich esse ein paar Falls ja, doch, willkommen, Bro, im Haus. Und meine Taschen sind voll schwer. Mache so viel Money, dicker Tischekaut ist Gold wert. Sitzen im i8, machen Hotbox. Die Bitch shake Nudes, dicker Diagüber Dropbox. Deiner Freundin war schon wieder Kevin, wie hast du die Trennung bis dato verarbeitet? Kevin? Ein dicker Hotspot. Und Kackbox, das ist immer noch scheiße. Ich weiß nicht, wohin ich reise. Yeah. Ich esse meine eigene Scheiße. Kann das sein, dass der Vermieter gelogen hat, wa? Moin, ihr Lunken. Ich hoffe, euch geht's gut. Aktuell wieder bei Ehrenbruder Level Up. Sind zwei neue Geschmäcker erschienen. Verspreche for the Wind, Schwanz im Mund. Auch die... ach, Digga, ich hab die doch gerade gezeigt. Mann, Digga, Tätisiel. Falls ihr noch was braucht, noch was euch gönnen wollt, ne? Aktuell mit der Gutschein... Imagine, du bist Brand Ambassador und hast so viel davon gesoffen, dass du nicht mehr reden kannst. Ne? Und falls mal die zwei Dosen, die vier Dosen meine ich natürlich. Digga, ich mach das heute nicht mehr. Ich überlege mir on-stream die Haare schneiden zu lassen. Da ist die Frage von wen. Viele würden sagen, yo, mach's von deiner Freundin, aber also sie, also ich kann mir vorstellen, wirklich, dass sie, also ich kann mir das for real vorstellen, dass sie, also ich, vielleicht kann das, also dass sie das so heftig verkackt. Verstehst du, was ich meine? Ja, weiter. Es kann wirklich sein, dass es, es kann wirklich sein, dass es so dermaßen in die Hose geht. So, mein Mann, wir haben eine Breaking News. Trimax ist jetzt Single. Perfekt, das, oder? Das sieht sehr, sehr gut aus, ja. Nico, komm. Jetzt noch ein Tick auf die Karotten jetzt noch drauf. Ja, kannst du die Paprikas genau da schneiden? Ja, da ist es perfekt. Okay. Optimal. Schön. Also, Digga, das... Wenn so zwei Frauen hier kochen, oder? Ja, super. Muss ich niesen? Oh ja. Dankeschön, Simon 0767. Dankeschön für die zwei Subs. Kuss. Wenn er will, dass du verlierst, dann verlierst du auch. Muss ja, okay. Aber auf deiner Seite, Dicker, wenn du halt, sagen wir mal, jedes Mal eine 70% Chance hast, dass der Schuss reingeht und du hast dann 10-mal die Chance, dass es reingeht. Fängt schon wieder absolut scheiße an, da kann nichts bei rumkommen. Wirst du öfter gewinnen als jemand, der es... Also, weißt du, was ich meine? Nein, Kevin, nein, weiß ich nicht. Ach, Mann, Digga. Alter, ich habe heute zum allerersten Mal Musik gehört. Ich habe heute zum allerersten Mal Musik gehört. Und ich muss dann irgendwie... Wer ist das nochmal? Emilia Luisa oder sowas. Die hat mitgespielt bei... Fuck you, Goethe. Emma Louise und die hat mitgespielt bei... Wo hat die mitgespielt? Villa der Liebe? Nein? Krass, Klassenfahrt? Nein. Nein, die hat doch irgendwo bei Netflix irgendwie... Die hat doch irgendwo bei Netflix mitgespielt, oder? Boah, ich kenne die irgendwoher. Nein, nicht... Nein, Chat, nicht Walking Dead. Fuck you, Goethe. War das Fuck you, Goethe? Kartoffelsalat? Nein, wie heißt das nochmal, diese Netflix-Serie? Fuck! Nicht, Mann! Ach, Digga, ihr schreibt alle nur Pornhub und DSDS, löcht euch, Mann. Hier, mag ich das auch? Hier Emilia Louise. Jemanden Pleasure zu geben. Also wenn man merkt, dass Pleasure. Beide mehr Lust bekommen und dann geht ihr mal kurz down. Prison Break. Und dann geht die andere Person kurz down oder ihr macht gleichzeitig was auch immer. Alter, wenn beide down gehen und keiner Self-Rest hat, wird es Stier. Sorry, der musste sein. Als ich so 10 oder 11 war, habe ich mir so ein kleines Lego-Schwert
in den Arsch gesteckt. Von so einer Figur in meine Harnröhre gesteckt. Ich musste ganz kurz, gerade kurz gelacht. Ja, Digga. ich glaube, ich hatte gerade einen Schlagausfall. Schlagausfall hatte ich. Einen Schlaganfall. Ja, Schlagausfall. Ah, oh, Digga, ich will es noch einmal hören, wie er es sagt. Habe ich mir so ein kleines. Nochmal. Sorry, der musste sein. Als ich so 10 oder 11 war, habe ich mir so ein kleines Lego-Schwert. Von so einer Figur in meine Harnröhre gesteckt. Warum? Weil ich nicht wusste, was ich da mache. Das ist die dümmste Geschichte. Aber ich kenne noch eine dümmere. Geschichte. Und zwar hat einer bei uns in der Grundschule, der hat sich ein Playmobil-Männchen in den Arsch gesteckt und der hat das Playmobil-Männchen abgezogen und dann waren die Haare, die man auf das Playmobil-Männchen oben drauf setzt, die waren weg. Das heißt, die waren noch in dem Arsch von dem Typen. Die waren noch innen drin und dann musste der das irgendwie ausscheiden. Dann hat der Apfelmittel bekommen und hat das dann das war drin. Das mit dem Kopf rein und hat das abgezogen. Und die Haare waren in dem Arsch. Oh, und der hat das eiskalt ganz stolz erzählt. Der hat das so stolz erzählt, der war so stolz darauf. Digga, der war der stolzste Mann an der Grundschule. Der hat allen erzählt, ich hab mir ein Playmobil-Männchen in den Arsch gesteckt. Und die Haare sind immer noch drin. Dann, ich glaube, der ist sogar ins Krankenhaus gefahren. Oh, Junge, Alter. Oh, Digga. Da muss man sich dann einfach mal fragen, will ich später Kinder haben? Ich glaube nicht. Wie lange brauchst du eigentlich so ungefähr, dich fertig zu machen? Hier länger als... Das Ding ist, Chad, wenn ich 15 Minuten Zeit habe, um mich fertig zu machen, dann schaff ich's, mich in 15 Minuten fertig zu machen. Mhm. Aber wenn ich 2 Stunden habe, um mich fertig zu machen, dann brauche ich 2 Stunden, um mich fertig zu machen. Okay. Alles klar, Digga. Alles klar. 60.000 Packs noch verbleibend. Geld schmilzt. Mhm. Kein Walkout. George habe ich bekommen. 76er. 62.000 Packs. Das sind jedes Mal 10 Euro. Und jedes Mal nichts bekommen. Kein Walkout. Aber er realisiert's und macht trotzdem weiter. Und das ist mal wieder Leidenschaft. Keine Sucht. Walkout, 10 Euro, kein Walkout. Chillig. Mädchen, du bist der Arzt und musst dir mit so einer... Ich glaube, nach 10 Jahren kann man sich auch mal dann bei anderen Frauen umgucken. Okay. So. Glaube, ich bin drin. Alles klar. Irland. Das ist Italien. Ach, du Scheiße. Das machen wir gleich wenn auch. Wenn jetzt die Kiste nicht kommt, schulde ich dir einen Puffi. Wenn kommt, schuldest du mir einen Puffi. Okay. Den Fuffi bekommst du niemals, Digga. Nee, Max ist so süchtig. Niemals. Scheiße, Alter, Max wird richtig spielsüchtig. Mir fehlen locker schon 100 Subs. Da kommt niemals. Da kommt niemals ein Teleport raus. Du wurdest komplett abgescammt, Digga. Alter! Was Max, ist das Fuffi, denn? Jede Wette verliere ich gegen Monte. Wie unlogisch. 2-mal hintereinander. Beste Leben, Bruder.
Da hau ich erstmal einen Moonwalk rein. So. Alter! Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt, check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos. Okay.